das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Die Uhr tickt. Bis zum frühen Freitagmorgen, so jedenfalls der Plan, sollen die Sondierungsgespräche für ein Jamaika-Bündnis auf Bundesebene abgeschlossen sein. Und noch immer liegen schwere Brocken im Weg, etwa bei der Klimapolitik oder bei der Zuwanderung. Heute wird auf Chefebene erneut nach Kompromissen gesucht. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Bei den Jamaika-Sondierern geht es heute in kleiner Runde um den Familiennachzug für Flüchtlinge. Unstrittig? Flüchtlinge mit vollem Asylschutz dürfen ihre Familien nachholen. Anders ist es bei Flüchtlingen mit geringem Schutz. Die sogenannten subsidiär Geschützten haben eine Aufenthaltsberechtigung für 2 bis 3 Jahre. Dann wird überprüft, ob die Situation in ihrem Land wieder so ist, dass sie nach Hause können. Also die haben gerade keinen verfestigten Anspruch. Und deswegen ist es da auch durchaus zu vertreten, zu sagen, nein, da gibt es keinen Familiennachzug. Die Grünen widersprechen. Das Recht auf Familiennachzug könne vom Grundgesetz abgeleitet werden. Artikel 6 heißt Schutz von Ehe und Familie. Da steht ja nicht von deutscher Familie. Und deswegen ist es aus unserer Sicht absolut falsch, Familien in erster, zweiter, dritte Klasse einzuteilen. CDU-Präsidiumsmitglied Spahn deutet Kompromissbereitschaft an. Der Familiennachzug könne dann möglich werden, wenn Flüchtlinge legal ins Land kämen, Deutsch lernten und Arbeit hätten. Wie viele Menschen dann nach Deutschland kämen, ist umstritten. Die Parteien legen unterschiedliche Berechnungen zugrunde. Von 50.000 bis mehreren Hunderttausend ist die Rede. Ob es bei der Sitzung am Abend mit den Verhandlungsführern zu einer Einigung kommt, derzeit nur schwer vorstellbar. Am Nachmittag soll auch die Rente Thema bei den Sondierungen sein. Denn zunächst wird es zwar ein Rentenplus geben, langfristig aber sinken die Bezüge. Die 21 Millionen Rentner können nächstes Jahr allerdings mit gut 3% mehr Geld rechnen, zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus dem Entwurf des neuen Rentenversicherungsberichtes, der zur Stunde vorgestellt wird. Der Beitragssatz solle voraussichtlich um 0,1% sinken. Welche Wohnungskosten muss das Jobcenter für Langzeitarbeitslose übernehmen? Die volle Miete? Diese Frage beschäftigt Sozialgerichte immer wieder. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, nein, nicht die tatsächlichen Kosten, sondern eine angemessene Höhe, so wie es im Sozialgesetzbuch steht. Damit ist die Beschwerde einer Frau aus Baden-Württemberg abgewiesen. Sie bewohnt alleine eine 77 Quadratmeter große Wohnung. In Karlsruhe ist Christoph Kehlbach. Herr Kehlbach, bedeutet diese Entscheidung, dass jetzt viele Hartz-IV-Empfänger ihre alte Wohnung verlassen müssen? Ja, das wird in der Praxis in vielen Fällen die Folge sein. Allerdings die Folge der Gesetzeslage, wie sie schon seit Jahren besteht. Die Entscheidung aus Karlsruhe heute sagt nur, diese Gesetzeslage, die ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Der Gesetzgeber darf also festlegen, wir zahlen nur die Wohnungskosten für Hartz-IV-Empfänger in angemessener Höhe. Und was angemessen ist, das entscheiden dann eben die Behörden im Einzelfall. Und wenn das Ergebnis einer schlüssigen Prüfung lautet, eine angemessene Wohnung ist kleiner, ist einfacher und kostet eben weniger Geld, dann wird eben auch weniger Geld an Hartz-IV-Empfänger gezahlt. Und wenn sich dann eine Lücke auftut, ist das natürlich manchmal schwer, gerade mit dem Hartz-IV-Regelsatz diese Lücke zu schließen. Es droht dann also in vielen Fällen wirklich der Umzug in eine kleinere Wohnung. Nun hat sich Karlsruhe häufig auf die Seite der Schwächeren geschlagen. Wie erklärt sich diese Entscheidung heute? Nun, das Verfassungsgericht ist für alle Menschen in Deutschland da, auch und ganz besonders für die Schwächeren in unserer Gesellschaft. Das wird auch in Zukunft so sein. Die Richter haben in diesem Beschluss heute auch noch mal unterstrichen, dass es Pflicht des Gesetzgebers ist, allen Menschen in Deutschland ein menschenwürdiges Existenzminimum zu sichern. Aber in der Konsequenz bedeutet das eben, menschenwürdiges Existenzminimum bedeutet nicht, dass die öffentliche Hand Mietkosten in gewissermaßen unbegrenzter Höhe zahlen muss, sondern da kann man schon eine Einschränkung machen. Menschenwürdig ist eben auch manchmal die einfache Wohnung, die nicht so gut liegt, sondern möglicherweise an einer Durchgangsstraße, die einfacher geschnitten ist und die auch etwas kleiner ist. Und das war Christoph Kehlbach, zugeschaltet aus Karlsruhe. Vielen Dank.
Die Lage im Nahen Osten ist angespannt. Dennoch hat die Bundesregierung im dritten Quartal dieses Jahres Rüstungsexporte in Höhe von knapp 148 Millionen Euro nach Saudi-Arabien genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, aus der die Süddeutsche Zeitung zitiert. Stefan Liebig von der Linkspartei nannte diese Lieferungen besonders verwerflich. Saudi-Arabien steht wegen seiner Rolle im Jemen-Konflikt international in der Kritik. Es ist ein Tag der Trauer im Iran. Mindestens 430 Menschen starben bei dem schweren Erdbeben der Stärke 7,3, das am Sonntagabend die Grenzregion zwischen dem Iran und dem Irak erschütterte. Das Epizentrum lag nahe der Stadt Sapur-e-Sahab in der iranischen Provinz Kermanschah. Hier herrscht Unzufriedenheit mit den Hilfsmaßnahmen aus Teheran. Sapur-e-Sahab, diese iranische Stadt, hat es am schlimmsten getroffen. Mehr als 300 Tote wurden bisher in der Grenzstadt zum Irak geborgen. Die Menschen suchen immer noch nach Angehörigen, auch wenn die iranischen Behörden melden, sie hätten die Suche nach Überlebenden in den Städten beendet. 11 Tote haben wir aus diesem Schutthaufen herausgeholt. 2 fehlen noch. Wir glauben, sie leben noch. Ihr von den Medien, erzählt doch, dass wir Hilfe brauchen. Die Regierung hat uns nicht geholfen. Die 11 Toten haben wir gestern selber geborgen. Wir haben hier nichts, nicht einmal Zelte. Wut und Verzweiflung herrschen hier in dem Katastrophengebiet. Zwar kommt Wasser an, vereinzelt werden weitere Zelte aufgebaut, aber die Menschen in der von Teheran schon immer vernachlässigten Region fühlen sich im Stich gelassen. Sicherlich mit ein Grund für Präsident Rouhanis Besuch heute Morgen im Katastrophengebiet. Er sprach den Opfern sein Beileid aus und versprach einen schnellen Wiederaufbau. Die Regierung würde alles tun, damit die Menschen die Tragödie vergessen. Unwahrscheinlich, dass die Menschen über diese Naturkatastrophe hinwegkommen. Die ohnehin arme Region steht vor dem Nichts. Selbst diejenigen, deren Häuser noch stehen, verbrachten die Nacht wieder auf den Straßen. Zu groß war die Gefahr, dass auch noch die letzten Häuser einstürzen. Denn seit Sonntagabend wurden mehr als 200 Nachbeben registriert. Es ist die erste von 8 Parlamentsdebatten im britischen Unterhaus. Thema ist erneut der Gesetzentwurf zum Austritt aus der EU. Die Regierung unter Premierministerin May will sich weitgehende Rechte sichern, um EU-Vorschriften auch ohne Parlamentsabstimmung in britisches Recht umwandeln zu können. Das kritisieren sowohl die Opposition als auch Abgeordnete der konservativen Regierungspartei. Und es gibt fast 400 Änderungsanträge. Hanni Hüsch in London. Was vor allem missfällt denn den Abgeordneten an Mays Vorschlägen? Na, nehmen wir mal 3 Dinge. Dieses Gesetz gibt der Regierung weitreichende Vorgaben, politische Vorgaben verändern zu können ohne das Parlament. Eine Sache. Zweitens hat die Regierung den genauen Auszeitplan festgelegt. Am 29. März 2019, 23 Uhr ist Schluss. Damit wollte sie die Hardcore-Brexiters in der eigenen Partei berügen. Aber nun sagen die EU-freundlichen Tories in der Partei, was für ein Schwachsinn. Das reduziert doch unsere Flexibilität in den Verhandlungen. Und der vielleicht dritte und entscheidende Punkt ist die Frage, hat das Parlament am Ende das letzte Wort? Ja, sagt jetzt die Regierung, aber in einer Stirb- oder Friss-oder-Stirb-Variante. Wenn ihr unseren Ausstieg am Ende nicht wollt, könnt ihr dagegen stimmen, aber dann verlassen wir die EU eben ohne einen Deal. Und das ist natürlich besonders fatal. Nun gilt May ja politisch als sehr angeschlagen. Wie gefährlich kann die Debatte für sie werden? Ich glaube, brandgefährlich. Sie ist, Sie haben es gesagt, schwach. Sie verfügt im Parlament über eine nur denkbar knappe Mehrheit. Und es gärt in der Tory-Partei. Stimmen nun diese Tory-Rebellen gegen die eigene Regierung, na dann könnte das auch sehr schnell das Ende, das politische Ende von Theresa May bedeuten. So schwach ist sie. Hanni Hüsch mit Einschätzungen aus London. Herzlichen Dank. Auch heute legten mehrere Unternehmen Geschäftszahlen vor, darunter der Waschmittel- und Klebstoffhersteller Henkel sowie der Mikrochip-Produzent Infineon. Henkel wird abgestraft, ist DAX-Schlusslicht. Infineon dagegen ist der größte Kursgewinner. Klaus-Heiner Jackisch, was gab dabei jeweils den Ausschlag?
Nun, bei Henkel ist es so, dass insgesamt das Zahlenwerk gar nicht so schlecht aussieht. Auch der Gewinn im vergangenen Quartal ist um rund 7% gestiegen. Aber es gibt einen sehr harten Wettbewerb, insbesondere bei Kosmetika und bei Waschmitteln. Nicht nur durch die Marken, die es dort gibt, da gibt es ja sehr viele, sondern zunehmend auch durch die Supermärkte, die eben auch ihre eigenen Marken haben und immer stärker ein großes Stück vom Kuchen dieses Gesamtmarktes abschneiden. Und darunter leidet Henkel. Das hören die Anleger nicht gerne. Und dementsprechend ist diese Aktie heute in der Tat der große Verlierer mit einem Abschlag von rund 4%. Bei Infineon hingegen gibt es einen Plus von 2,4%. Das Unternehmen profitiert vor allem davon, dass immer mehr Technik in die Autos hineingebaut wird und man dafür entsprechende Chips liefert. Und damit wurde eben auch viel Geld in die Kassen gespült. Der gesamte deutsche Aktienmarkt heute etwas durchwachsen. Das Börsenbarometer tritt auf der Stelle, steht bei 13.084 Punkten, 9 Punkte mehr als gestern. Kleines Plus, aber kein Schwung hier am Frankfurter Aktienmarkt. Klaus-Rainer Jakisch aus Frankfurt von der Aktienbörse. Herzlichen Dank. 425 Millionen Menschen sind weltweit an Diabetes erkrankt, etwa viermal so viele wie 1991. Diese Zahl könnte in den kommenden Jahren noch steigen, heißt es zum heutigen Weltdiabetestag. Die Krankheit kann angeboren sein, aber auch durch hohen Konsum von künstlicher Fructose begünstigt werden, zum Beispiel in Süßigkeiten oder in sogenannten Isoglucose, die bislang in der EU streng reguliert war. Kürzlich wurde das jedoch gelockert. Zuckersirup ist im Vergleich zu Haushaltszucker deutlich günstiger. Das Problem, dieser Sirup, Isoglucose, steht in den USA schon lange in Verdacht, Fettleibigkeit zu verursachen. Jetzt könnten die Hersteller in der EU auch vermehrt dazu greifen, mit fatalen Folgen. Denn der Sirup kann nicht nur Grund für Fettleibigkeit, sondern auch Diabetes sein. Dann wird auch die Rate zunehmen für den Typ-2-Diabetes, der bereits jetzt so häufig ist. Wir gehen davon aus, dass 6 Millionen Menschen es wissen, weitere 3 bis 4 Millionen es nicht wissen, also auch die Verbreitung wird zunehmen. In vielen Produkten ist Isoglucose schon jetzt als Glucose-Fructose-Sirup enthalten. Bei dem Sirup ist der Fructoseanteil höher als bei herkömmlichen Zucker. Fructose, also Fruchtzucker, wird in der Leber verstoffwechselt. Ist zu viel Fructose da, wird sie in Fett umgewandelt und führt zu einer Fettleber. Experten fordern deshalb eine Steuer für zuckerreiche Lebensmittel. Warum soll man nicht gesunde Lebensmittel, die ballaststoffreich sind und die wenig Kalorien haben, billig machen und die, die viel Zucker enthalten, wenig satt machen und energiedicht sind, teurer machen? Wo ist das Problem? Doch bisher setzt die Politik auf eine freiwillige Selbstkontrolle der Industrie. Die Gesundheitsgefahr muss jeder Verbraucher wohl selbst abschätzen. Die Fußballfans in Italien trauern. Erstmals seit 60 Jahren nimmt der viermalige Weltmeister nicht an einer WM-Endrunde teil. Die Azzurri kamen gestern im Playoff-Rückspiel gegen Schweden nicht über ein 0:0 hinaus. Das Hinspiel hatten die Italiener mit 0:1 verloren. Torwartlegende Gianluigi Buffon verkündete direkt nach der Niederlage seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Zum jüngsten Gericht hatte die italienische Presse das gestrige Spiel gegen Schweden hochstilisiert. Das blieb zwar aus, und doch wurde das Ergebnis zur Höchststrafe. Die Squadra Azzurra, sie musste einem 1:0 Rückstand vom Hinspiel hinterherlaufen. Trotz Feldüberlegenheit aber gelang der so dringend benötigte Treffer nicht. So wurde am Ende Fußballgeschichte geschrieben. Der viermalige Weltmeister Italien wird der WM-Endrunde in Russland fernbleiben. Bereits im Vorfeld hatte Italiens Presse große Zweifel an der italienischen Auswahl und deren unbekannten Trainer Ventura angemeldet. Ich entschuldige mich für das Ergebnis, uneingeschränkt. Ich entschuldige mich nicht für meinen Einsatz, für meinen Willen und alles andere. Aber für das Ergebnis muss ich um Verzeihung bitten. Das ist entscheidend. In den italienischen Medien ist das Aus für die Fußballnationalmannschaft des Landes heute das Thema schlechthin. Von Schande und Katastrophe ist die Rede. Alles schrecklich, eine echte Enttäuschung. Der Trainer ist schuld. Sie hätten Ventura niemals zum Trainer machen dürfen. Der kann es nicht. Ein Skandal ist das. Nach 60 WM-Jahren schaffen wir es nicht einmal, gegen Schweden ein Tor zu schießen. Der italienische Fußballverband hat für morgen eine große Pressekonferenz angekündigt. Weitreichende Konsequenzen werden erwartet. Auch die kommenden Tage bleibt es in Deutschland bei der klassischen Zweiteilung. Im Norden wolkig und trüb, im Süden vielfach freundlich. Hier sind die Details.
In der Nordhälfte verdichten sich die Wolken heute immer mehr, gebietsweise fällt leichter Regen. Im Süden gibt es neben Wolkenfeldern zunächst noch viel Nebel, der sich lange halten kann. Nach dessen Auflösung zeigt sich zeitweise die Sonne, am häufigsten scheint sie südlich der Donau. In der Nacht nördlich der Mainlinie hier und da leichter Regen, im Süden verläuft die Nacht trocken. Heute 1 Grad am Alpenrand sowie im Dauernebel, 12 Grad auf den Nordseeinseln. In der Nacht 9 bis 2 Grad, im Süden bis minus 5, in einigen Alpentälern bis minus 10 Grad. Um 13 Uhr kommt das Mittagsmagazin, darin auch die nächste Tagesschau. Wir sind um 14 Uhr wieder da. Bis gleich.